Eine Sendung für junge Leute, deren Kinder und Eltern. Die Notenbank. Die Notenbank entstand fast aus Versehen. Ich habe 1965/66 mit der damals berüchtigten, berühmten Band Diana Show einen Film gemacht auf 8 mm. Und das wurde dann doch so ein Erfolg, dass ich sagte, Mensch, sowas könnte ich meinem Chef mal vorschlagen, in der Richtung was zu machen. Bernd Maywald war 1969 ein junger Regieassistent beim DDR-Fernsehen und Fan der, wie man damals sagte, Beatgruppen, die endlich auch im TV auftreten sollten. Klingt harmlos, war aber eine Revolution. Gerade mal 4 Jahre zuvor hatte Walter Ulbricht deren Musik noch als imperialistisches Teufelszeug verdammt. Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen? Ich denke, Genossen, mit der Monotonie des Je, Je, Je und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen. Denn im Lachen, im Weinen. Den Geist der Revolte atmet die Notenbank nicht. Adrette junge Menschen üben sich im gepflegten Paartanz zu fast schlagerhaften Klängen. Und doch wusste Regisseur Maywald, wie heikel sein Projekt ist. Die erste Sendung mit ausschließlich deutschsprachiger Rockmusik. Im Westfernsehen gab es nichts Vergleichbares. Gleich bei der ersten Sendung stellte sich jedoch die Frage, entsprechen die Haare des Publikums noch der sozialistischen Norm? Die Pilotsendung, die wurde im Studio Rauchfasswerder gemacht. Und zwar mit jugendlichem Publikum, das zusammengesucht worden war. Und da war dann hinterher die Frage, sind die Haare jetzt vielleicht nicht kurz genug, nicht brav genug? Und da haben wir gesagt, naja, der Chef hat es auch gesagt, machen wir es nochmal, sicher ist sicher. Und haben sie konkurrent nochmal produziert im Studio in Adlershof. Die Haare waren jetzt kürzer, doch auch bei der zweiten Sendung im Februar 1970 gab es Probleme. Sie wurde im Keller des Fernsehtheaters Moritzburg aufgezeichnet. Unter anderem singt Jungschauspieler Henry Hübchen ein Liebeslied zu sanfter Gitarrenmusik. Und immer weiter ging's mit mir. Aber der neue Chef des DDR-Fernsehens beschließt, wir zeigen keine Kellerkinder und setzt die Sendung ab. Regisseur Maywald versucht noch die Abteilung Agitation und Propaganda beim Zentralkomitee der SED zu überzeugen. Das war am Sendetag. Und da habe ich versucht, noch die Sendung zu retten bis abends. 21.30 Uhr war Sendetermin, ganzzeitig angekündigt in der Millionenzeitschrift FF dabei, also nicht zu übersehen. Und habe dann als parteiloser Maywald versucht, mit der Filmbüchse unterm Arm, noch es zu schaffen, bin zum ZK gefahren, in Berlin-Mitte. Bis zur Anmeldung bin ich gekommen, da wurde telefoniert, worum geht es denn da und das und das. Na, ich soll noch mal nach Adlershof zurückfahren, da wird noch mal ein Gespräch stattfinden. Naja, ich wieder zurück, aber das Gespräch endete so, dass es eben abends nicht kommen darf. Enttäuschte Zuschauer schrieben Leserbriefe ans DDR-Fernsehen und am 5. Dezember 1970 wurde die Sendung aus dem Keller unverändert ausgestrahlt. Die Ästhetik der Notenbank war simpel. Mit einfachen Handkameras wurden die Bands, die Künstler und das Publikum in Szene gesetzt. Es gab keinen Starkult, die Kulisse bestand aus einfachen Pappschildern. Ein Tag wurde geprobt, ein Tag später wurde aufgezeichnet. Diese ganzen Pappen, auch die hier stehen, waren unsere einzige Dekoration. In beliebigen Räumen. Wir konnten hingehen, wo wir wollten. Wir hängten die Schilder auf ringsherum. Damit war klar, es ist die Notenbank. Es sollte provisorisch aussehen, der Club-Atmosphäre ähnlich, in der die Bands auch sonst spielten. In Folge 6 der Notenbank hatte am 5. Dezember 1971 auch die später bekannteste Band der DDR ihren Auftritt, die Pudis. Damals noch eine der vielen Coverbands mit ausschließlich englischen Songs. Den Auftritt hatte sie ihren Fans zu verdanken. Aus Gardelegen, über 100 Fans, Lehrlinge waren es, die haben ans Fernsehen geschrieben, dass sie die Pudis mal sehen wollen. Und dann kamen die an vom Fernsehen und haben
uns gefragt, ob wir denn auch eigene Titel haben. Dann haben wir gesagt, nee, naja, also wenn wir im Fernsehen auftreten wollen, dann sollten es also schon eigene Titel sein. Und daraufhin ist dann auch der erste Titel entstanden, Türen öffnen sich zur Stadt. Türen öffnen sich zur Stadt. Hinterher ist uns dann einfach klar geworden, also Moment mal, das ist ja toll, dass sie den haben durchgehen lassen. Ich meine, es ist ja, könnte ja eindeutig sein, dass sozusagen die Straße Türen oder die Türen in den anderen Stadtteil, in den westlichen Stadtteil, dass diese Tür damit gemeint ist. Aber das haben wir damals so gar nicht gesehen. Und da ist scheinbar eben auch keiner drauf gekommen. Auf insgesamt 8 Ausgaben brachte es die Notenbank im DDR-Fernsehen. Die Bands spielten anspruchsvolle Rockmusik. Die Haare des Publikums wurden länger. Der Tanzstil ein wenig ungezähmter und wilder. Zu wild? 1972 versuchten die Genossen Bernd Maywald die Sendung zu entziehen. Als das nicht gelang, wurde sie ganz eingestellt. Die erste Deutschrock-Sendung im Fernsehen.